Im Rahmen seiner Sommertour hat der Ministerpräsident des Landes den Schweriner Plattenbau besucht. Allerdings einen ganz besonderen. Denn im Stadtteil Neuzippendorf sorgte die Schweriner Wohnungsbaugenossenschaft SWG für eine große Umwandlung. An der Stelle des grauen und maroden DDR-Nachlasses sind im Laufe der Jahre Schmücke und moderne Häuser entstanden. Das Großprojekt Neuzippendorf ist nahezu abgeschlossen. Der Ministerpräsident konnte seinen Erfolg hautnah erleben. Wir haben ja jetzt gerade den Stadtteil hier gesehen, dort und auch die eine Baustelle, die noch zu realisieren ist, die Wuppertaler Straße. Ansonsten ist das gesamte Quartier Seeterrasse und auch die Tallinner Straße fertiggestellt. Wir freuen uns, dass es komplett vermietet ist, sehr gut nachgefragt ist. Und wir glauben auch, oder ich bin mir ganz sicher, dass wir auch den Ministerpräsidenten eben bei unserem Rundgang davon überzeugen konnten, dass das, was wir hier geschaffen haben, richtig war. Rückbau statt Abriss. Unter diesem Motto setzte die SWG ihr zukunftsorientiertes Konzept um. Alte Hochhäuser wurden zunächst einmal um die Hälfte gekürzt. Danach fand der innere Umbau der Wohnungen statt. Das Ergebnis? Neue, komplett sanierte Wohnflächen. Vor allem Senioren ziehen gerne hierher, auch aus dem Umland. Ich fand das absolut beeindruckend. Da waren ja Quartiere bei, wo man sagt, da möchte ich gerne wohnen. Wirklich gut angebunden. Ich fand sehr überzeugend, wie viel Licht und Luft geschaffen worden ist. Tolle Ideen, dass es einzelne Gärten gibt, dass man für sich sein kann, dass es aber auch Gemeinschaftsflächen gibt, wo man sich gut begegnen kann. Und das alles ja in so überzeugender Weise, dass auch die ich gefragt habe, die da wohnen, alle ganz begeistert waren. Dank einer gelungenen Modernisierung quer durch den gesamten Stadtteil umfasst das Gesamtangebot der SWG alle Preisklassen. Die zweite Zutat des Erfolgsrezepts, die Sozialarbeit. Zahlreiche Stadtteiltreffs sind bei den Anwohnern sehr beliebt. Das macht das Leben in Neuzippendorf noch attraktiver. Hier gibt es ein großes Engagement, darüber freue ich mich sehr. Aber am Ende lebt es natürlich davon, dass sich viele ehrenamtlich auch engagieren und dass viele von den Mieterinnen und Mietern selber mitmachen. Und auch das war sehr überzeugend. Allerdings, ohne Städtebauförderung und eine konsequente Unterstützung vom Land wäre das erfolgreiche Konzept in Neuzippendorf nie aufgegangen. Der Genossenschaft stehen weitere Projekte bevor, zum Beispiel in der Weststadt und in Lankow. Auf die Landesregierung und ihren Chef werden deshalb große Hoffnungen gesetzt. Förderung zum Beispiel von Aufzugsanlagen, Förderung auch im öffentlichen Bereich, dass eben barrierefreie Außenanlagen entstehen können, Grünbereiche, dass dort die Politik wie auch in der Unterstützung bei sozialen Projekten, das heißt, dass wir eben Unterstützung bekommen, Nachbarschaftstreffs mit zusätzlichen Mitarbeitern ausstatten zu können, das heißt Förderprogramme. Eigentlich die Zuverlässigkeit und die Zusage, dass Förderprogramme, die mal aufgelegt wurden, auch kontinuierlich weiterlaufen. Platte mal anders. Davon, dass dies durchaus möglich ist, konnte sich der Ministerpräsident in Neuzippendorf überzeugen. Eine Perspektive, die sich in ganz MV zumindest theoretisch umsetzen lässt. Ob die 2016 neu gewählte Landesregierung dafür sorgt, wird sich zeigen.